Wandelzeit 2:2 gegen Stuttgart in der Schlussminute. Der Frust ist sicherlich groß bei Ihnen. Ja, ist er. Also der Frust ist groß. Es war total unnötig, wie wir die überhaupt wieder zurückkommen lassen konnten ins Spiel. Wir hatten erste Halbzeit alles im Griff. Zweite Halbzeit kurz den Faden verloren, dann machen sie auch 2-1. Aber auch da danach haben wir, glaube ich, 3, 4, 5 Riesendinger fürs 3-1 zu machen. Wir machen natürlich keinen davon und ja, momentan läuft es dann halt so, dass wir dann in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen uns bekommen. Wie haben Sie die Szene genau gesehen, den Elfmeter? Da war so viel Trubel, ich kann es gar nicht genau sagen. Einer von denen hat den Kopfball gewonnen, hat ihn verlängert in den Raum. Und ob Bergi ihn da jetzt wirklich festgehalten hat oder nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, muss ich nochmal im Fernsehen sehen. In der zweiten Halbzeit waren es 7 große Torchancen für Energie, kein einziges reingegangen. Das ist das große Problem zurzeit sicherlich. Ja, das ist mit eins unserer Probleme, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem 2-0 geführt und auch 2-0 muss zu Hause einfach reichen. Wir haben die ganze Zeit immer stabil gestanden, die letzten Spiele, haben fast nie ein Gegentor zugelassen. Heute sind es 2 gegen eine eigentlich ungefährliche Mannschaft die ganze Zeit. Und aus dem Nichts haben wir 2 Tore drin und auch noch sonst auch Chancen beim Gegner zugelassen, die wir die Wochen davor auch nicht zugelassen haben. Was ist denn Rückschlag für Energie? Jetzt für den ersten Moment ist das mit Sicherheit ein Rückschlag, wenn du hier in der, keine Ahnung, 94., 95. Minute das 2-2 bekommst. Nichtsdestotrotz geht es in 2 Wochen in der Liga weiter und dann geht es wieder um 3 Punkte und dann müssen wir einen neuen Anlauf nehmen. Jetzt positiv zu sagen, dass wir noch nicht verloren haben, ist schwer, weil heute das müssen eigentlich 3 Punkte sein und ja, das haben wir selbst verbockt.